Ich bin jemand, ich liebe die Leichtigkeit und ich liebe unseren Körper. Unseren Körper, der in den meisten, bei den meisten Menschen so viel schlucken musste, so viel in sich gespeichert hat, was schwer ist. Und wir alle haben unseren Ausdruck verloren. Ich bin jemand, ich habe jetzt die große Gnade, das große Glück, zu Menschen sprechen zu dürfen. Und meine Stimme und mein persönlicher Ausdruck, der war noch vor gar nicht so langer Zeit überhaupt nicht vorhanden. Ich war verstummt für mich selbst. Ich habe mich nie getraut, das, was so in mir ist, meine Gefühle, meine Wahrheit auszusprechen. Und war so jemand, ich war komplett versteckt vor mir selbst. Und seit vielen Jahren verändert sich da in meinem Leben ganz viel und nun ist mir Jule begegnet. Jule ist so, aus meinen Augen, diese Frau ist so mannigfaltig, die ist so ein Schmetterling. Und ich weiß, dass sie gerade erst dabei ist, sich selbst wirklich zu entdecken. Und sie wird in der nächsten Zeit glänzende, strahlende Augen haben, weil sie merkt, was da noch alles in ihr auf sie wartet. Und dadurch auch auf die Menschen wartet. Jule hat eine Liebe, trägt eine Liebe für die Menschen in sich, die muss man suchen. Das gibt's nicht oft. Und sie hat diese sagenhafte, für mich einzigartige Gabe, durch ihr Wesen, durch ihre Bodenständigkeit, durch ihre Natürlichkeit, aber auch durch den Klang ihrer Stimme und ihr unfassbares Angebundensein, die Menschen und den Gegenüber, das Gegenüber, in den tiefsten Zellen zu berühren. Wenn sie anfängt zu singen, fangen die Zellen an zu vibrieren. Und es lösen sich Blockaden, die der Körper über viele, viele Jahre abgespeichert hat. Und es lösen sich im Körper Bereiche, wo er sich verdichtet hat. Das spüre ich bei mir in meinem Körper. Und ich sehe es bei den Menschen. Wenn dieser wundervolle Schmetterling dann auch coacht oder so sich für so eins zu eins ganz intime Situationen zur Verfügung stellt und dem Menschen, der Frau, dem Mann hilft, ganz intim in sich selbst einzutauchen über die Stimme, über den Klang, dann geschieht Magie. Es geschieht im Körper, geschehen Wunder und es löst sich so vieles ganz von allein. Jule ist ein wunderbarer Mensch, der einfach nur Kraft geben möchte. Der, so wie ich auch, in jedem Menschen das seelische Potenzial sieht und spürt. Und sie sieht und spürt aber auch diese ganzen Layer, diese Kokons, diese Schleier, die wir um uns gelegt haben, um halt zu funktionieren in dieser Welt. In dieser absolut verkorksten Welt. Und es ist für mich eines der größten Geschenke, dass mir diese Frau in meinem Leben begegnet ist, dass sie mein Leben nicht nur bereichert, sondern auch meine Arbeit jetzt ergänzt. Ich habe das Gefühl, wir sind so eine Acht und alles fließt. Und ich kann jedem Menschen, der das Bedürfnis hat, den eigenen Klang, die eigenen Frequenzen, die eigene Kraft wieder spüren zu wollen und vor allem leben zu wollen, kann ich diese traumhafte Frau nur ans Herz legen. Denn sie berührt nicht nur in der Tiefe des Körpers, sondern auch auf ganz viel höheren Ebenen.